Heute wird es lässig. Ich teste das erste E-Bike von Verve Cycle Works, eine Firma, die eigentlich mit Custom-Motorrädern angefangen hat und nun aber auch im E-Bike-Bereich Fuß fassen will. Und ich finde, diese DNA sieht man, das lässt sich nicht verleugnen. Ob dieses Bike, das Pantera, aber auch so nach vorne prischt wie ein Panther oder doch nur ein kleines Kätzchen bleibt, klären wir jetzt im Review. Los geht's! Und das Design steht hier natürlich erst einmal im Vordergrund. Der Stil ist ganz klar ein rustikales Retro-Design, 70s-Style mit Anleihen bei Rough Cycles, Urban Drive-Style und wie sie alle heißen, Bonanza, Moped, Cruiser. Sucht es euch aus, aber trotzdem sehr einzigartig in dieser Kombination. Der Aluminium-Body an sich besteht aus recht schmalen Streben, schön schlank, aber sehr robust und wertig verarbeitet das Ganze. Aber ohne auffällige Designmerkmale an sich. Vielmehr ist es beim Pantera die Kombination, die das ziemlich coole Gesamtbild macht. Kleine Details und Kniffe, die ein wirklich tolles Bild zeichnen. Das beginnt an der imposanten hydraulischen Federgabel in der Front. Auch die im Motorrad-Style bis weit nach oben hingezogen und auch noch in Schwarz. Da blitzt also nichts in Silber durch wie sonst. Das sieht schon sehr stylisch aus und das bietet mit 35 mm Federweg gerade so viel, wie man hier an Komfort braucht. Warum das so ist und warum die nur ein komfortsteigerndes Instrument von vielen ist, das werden wir im Verlauf dieses Videos hier noch erfahren. Dabei kann man an der Gabel noch die Vorspannung und die Druckstufe einstellen. Wenn ihr also ohnehin nur auf Asphalt oder auf sehr neuen Radwegen unterwegs seid, dann könnt ihr das natürlich auch locken hier vorne. Ein weiteres Element, das Komfort bringen kann, sind die Reifen und die sind gleichzeitig auch ein weiteres Designelement beim Pantera. 20 Zoll im Durchmesser und gewaltige 4 Zoll in der Breite, also in Zentimetern sind das ein bisschen mehr als 10 in die Breite und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie erhaben man damit über die kleineren und größeren Unebenheiten hinüberbügelt. Macht immer großen Spaß mit solchen Schlappen, man kann auch noch ein bisschen Luft rauslassen, wie gesagt, um ein bisschen mehr Komfort zu haben und das passt ja auch ins Gesamtbild zu so einem schicken Retro-Bike einfach sehr gut dazu. Das tun abseits des schwarzen Mattlacks hier auch die Rennstreifen, so nenne ich die jetzt einfach mal. Diese Kombination aus Orange, Weiß und Rot passt hervorragend und unterstreicht auch nochmal etwas den Retro-Charme dieses E-Bikes und auch die Felgen hier, also keine dünnen Speichen, sondern schon massiv, wie es zu den fetten Reifen passt. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Gesamtbild. Als drittes Element, das sowohl auf das Komfort wie auch auf das Designkonto einzahlt, ist die lange Sitzbank hier zu nennen. Die erstreckt sich richtig weit, also da habt ihr viel, viel Platz darauf und die ist auch super hoch, wenn ihr euch das mal anschaut. Und das ist sie, weil sie halt so dick gepolstert ist. Sitzt sich wirklich sehr bequem darauf, wobei mein Highlight ist hinten die, ja, ich will nicht sagen Lehne, dafür ist sie zu niedrig, aber es geht in diese Richtung. Den Genuss kommt ihr nur, wenn ihr lange Arme habt, also sehr weit hinten sitzen und nach vorne noch trotzdem drankommt, aber diese kleine Stütze hier hinten, die tut schon unglaublich viel für den Gesamtkomfort. Schönes Ding hier, die Länge, die Dicke, die Lehne, natürlich auch die Verarbeitung. Da gibt es nichts zu meckern und damit es auch lange so schön bleibt, ist im Lieferumfang auch noch eine Abdeckung mit dabei. Damit hätten wir das Komfortthema abgehakt, aber das kommt hier auch nicht zu kurz. Man sitzt entspannt und das Pantera ist wohl auch eher zum Cruisen gedacht und das geht hiermit natürlich sehr gut. Wobei, was ich da ziemlich positiv bemerkt habe, ist die Größe. Diese Retro-Fat-E-Bikes zum Cruisen kennt man, ist jetzt nicht neu erfunden, aber die sind oft ziemlich klein. Da hockt man dann immer sehr tief drauf, klar, das ist cool, aber das sorgt, keine Ahnung, ab 1,70 aufwärts auch dafür, dass die Knie fast bis zum Kinn hochgehen und hier ist das anders. Die haben das alles ein wenig ausladender, alles ein wenig höher dimensioniert. Die Sitzhöhe liegt bei 90 cm, glaube ich, ungefähr. Dass man hier drauf aufrecht und anatomisch korrekt sitzt, das ist natürlich klar utopisch, aber das kann auch hier nicht der Anspruch sein. Trotzdem schafft Verve hiermit noch sehr gut die Kombination aus dieser tiefsitzenden Coolness, aber ohne allzu seltsame Verrenkungsposition. Ich bin 1,90 groß und finde es echt noch okay hier drauf. Bis 1,95 wird es hier angegeben. Los geht's bei 1,65, also das ist ein bisschen inklusiver als andere in dieser Klasse. Schauen wir uns noch die Beleuchtung an, denn da kommst du ja gar nicht dran vorbei. Hier vorne eine Riesenleuchte in der Front, LED, normalerweise noch mit so einem Grill davor, den haben wir jetzt hier abgemacht und die leuchtet auch noch richtig hell. Das hier ist die Upgraded, die Aftermarket-Version. Wem das aber noch nicht reicht, der schaltet hier auf Stufe 2 und damit so ein richtiges Fernlicht ein. Und endlich wird eine Riesenleuchte wie diese auch mal ausgenutzt. Oftmals bleiben die ja trotzdem recht dunkel, aber das ist hier
nicht so. Die Rückleuchte dann, das genaue Gegenteil, super klein, aber auch schick integriert, muss man sagen. Klein bedeutet in diesem Fall aber nicht gleich dunkel, denn dank LED-Technologie auch hier hinten strahlt auch das sehr hell. Und wenn ihr den Bremshebel betätigt, sogar nochmal doppelt so hell, dann leuchtet die doppelte Anzahl und das Bremslicht erstrahlt. Hat man sehr, sehr schön gelöst, wie ich finde. Auf diesen Streben lässt sich dann auch noch ein Gepäckträger oder ein Kindersitz anbringen. Da kann man noch einiges konfigurieren und das ist super, dass auch so etwas berücksichtigt wird. Tragen kann das Pantera auf jeden Fall einiges. Bei 150 Kilo ist das zulässige Gesamtgewicht erreicht. Das Ding selbst wiegt 31 Kilo inklusive des Akkus. Der sitzt hier in der Schräge, fast 500 Wattstunden, lässt sich mit dem beiliegenden Schlüssel hier auch abnehmen. Kann man dann überall aufladen oder am Bike direkt laden, funktioniert auch. Hat auch nochmal einen USB-Ausgang. Der kann aber auch als 840er-Variante bestellt werden, kostet dann 300 Euro mehr. Reichweitentechnisch sollten mit der 500er-Variante so gute 60, 70 Kilometer drin sein. Und das reicht ja auch mit so einem Bike, finde ich. Es ist ja jetzt nicht für die Langstrecke konzipiert, sondern eher als Funbike gedacht und so fährt es sich auch. Der 250 Watt Heckmotor schiebt ordentlich an und man hört ihn auch. Das ist aber jetzt so eine Bike-Kategorie, wo ich das nicht so wichtig finde, denn das Pantera ist ohnehin ein Bike zum Auffallen und kein Leisetreter. Durch den kräftigen Druck, den der Motor gibt, cruist es sich wirklich sehr entspannt, ohne dass er hier ins Schwitzen kommt. Und mich hat die Performance auch am Berg positiv überrascht. Denn da ist gerade, wenn es eben nicht so groß ist, ja oftmals ein bisschen mehr an Eigeninitiative gefragt. Ist hier nicht so. Das macht Spaß. Cooler ist es aber definitiv in der Ebene. Ein bisschen entspanntes Pedalieren und Slalomfahren. Das macht wirklich Laune. Man hat auch recht fix die 25 km/h erreicht darüber hinaus. Geht jetzt aber nicht mehr allzu viel. Ist einfach schwer und ergonomisch auch nicht optimal. Aber wenigstens kann man das Pedalieren dann auch bei höheren Geschwindigkeiten dank der 8-Gang Acera-Schaltung von Shimano angenehm gestalten. Dann steigt die Kadenz dann nicht so sehr, Stichwort Cruisen, da will ja niemand strampeln wie verrückt und auch fürs Anfahren ist es schön, da nochmal runterschalten zu können und dann auch wieder hoch, sobald man ein bisschen schneller wird, um eben zu gucken, wie schnell man wird. Macht absolut Sinn, um hier noch möglichst viel Varianz rauszuholen, auch wenn die Acera natürlich eine recht basic Einsteigerschaltung ist. Was mich hier auch nicht stört, ist, dass der Motor mit einem Drehzahlsensor arbeitet, also einfach anschiebt, denn so ein Moped-Style beim Fahrgefühl ist da hier auch durchaus gewollt. Aber, und das habe ich so noch nie gesehen, über das Menü könnt ihr das umstellen und dann zwischen Drehzahl und Drehmomentsensor wählen. Der hat beides und das können wir eben über die Software aktivieren oder deaktivieren. Also die Unterstützung dann abhängig machen von der Kraft, die ihr in die Pedale bringt, finde ich eine geile Idee, den Kunden da die Wahl zu lassen und echt gut irgendwie. Aber wie gesagt, mir hat es hier echt Bock gemacht, ein wenig auch so Moped zu fahren, in Anführungszeichen, und mich auch bei leichtem Treten kräftig anschieben zu lassen. Das passt einfach zu diesem Fahrrad, finde ich. Gebremst wird zwar mit mechanischen Scheiben, keine hydraulischen, aber die haben echt einen guten Job gemacht, muss man sagen. Man darf nicht zu zaghaft sein, aber die Bremsleistung geht wirklich in Ordnung. Und schön ist auch, wie hier die Kabel gebündelt verlaufen und ab dann im Rahmen bleiben, auch hier unten unter der Abdeckung und erst am Motor wieder rauskommen. Also das ist schon ganz gut. Beginnt etwas wild vorne, aber legt sich dann ja wieder. Gucken wir dann noch aufs Display. Neben der Funktion, dass wir hier eben zwischen den Sensoren wechseln können, können wir hier in erster Linie schön zentral erstmal alles ablesen. Und es bietet auch wirklich viele Informationen, wie man sieht. Hat mir echt gut gefallen. Gesteuert, zum Beispiel durch die insgesamt 5 Unterstützungsstufen, wird hier an diesem Bedienelement rauf und runter in der Mitte ein und aus, sowie durch die Fahrdaten geblättert und eine Schiebehilfe hat es auch noch, macht auch absolut Sinn bei so einem Bike. Und die Griffe hier außen, die greifen sich auch noch sehr, sehr angenehm und passt vom Stil her, aber auch wieder einfach sehr rund in dieses Gesamtpaket. Für mich ist dieses Gesamtpaket einfach super spaßig und die Betonung hier liegt auf spaßig. Posen, Cruisen, Spaß haben, das ist ein E-Bike für den Sommer und für alle, die sich nicht zu ernst nehmen. Und dafür macht das Pantera seine Sache super. Der Motor hat Kraft, das Design hat einige clevere Kniffe, sieht toll aus, mega Beleuchtung, tolle Sitzbank mit viel Komfort. Das kann schon was. Klar, Bremsen und Schaltung könnte man upgraden, aber in dieser Kombination funktioniert es auch. Für diese Kombination muss man dann auch nicht allzu viel auf den Tisch legen. Das ist erfreulich. Das Bike lässt sich für 2200 Euro bestellen. Es gibt noch wirklich viele Individualisierungsmöglichkeiten, Farben, Abdeckungen, einen Korb, whatever. Also das ist schon ein sehr cooles erstes E-Bike der italienischen Motorradschmiede. Made in Europe und in 2 Wochen Versand, auch das ist nochmal zu erwähnen. Und wenn euch jetzt noch Fragen geblieben sind,
dann schreibt die doch in die Kommentare und sagt doch mal, was ihr von dem Teil haltet. Das würde mich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und noch mehr über ein Abo. Dann bekommt ihr auch immer die neuesten Videos als einer der ersten zu sehen. Haben wir also beide was von und damit bin ich durch. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich verabschiede mich hiermit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.